Vers 38. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der Shyama Sundara, Krishna selbst ist und unzählige, unbegreifliche Eigenschaften besitzt. Die reinen Gottgeweihten sehen ihn im Innersten ihres Herzens mit dem Auge der Hingabe, das geschmückt ist mit dem Balsam der Liebe. Erläuterung: Die Shyamasundara-Gestalt Sri Krishnas ist seine unbegreifliche, gleichzeitig persönliche und unpersönliche, in sich widersprüchliche Form. Wahre Gottgeweihte sehen diese Gestalt in ihrem geläuterten Herzen unter dem Einfluss hingebungsvoller Trance. Die Shyama-Form ist von blauer Farbe, aber es ist nicht das in der materiellen Welt bekannte Blau, sondern eine transzendentale, facettenreiche Farbe, die in ewiger Glückseligkeit erstrahlt und für das sterbliche Auge nicht sichtbar ist. Wenn man einmal die Trance Vyasadevas studiert, wie sie der Vers Bhakti Yogena Manasi Bhagavatam 1.7.4 beschreibt, so wird deutlich, dass die Form Sri Krishnas die vollständige Persönlichkeit Gottes ist und nur im Herzen eines wahren Gottgeweihten sichtbar werden kann. Dem einzig wahren Ort einer solchen Vision, die im Zustand der Trance unter dem Einfluss der Hingabe erscheint. Als Krishna sich in Viraja offenbarte, sahen ihn sowohl die Geweihten als auch die Nichtgeweihten mit ihren eigenen Augen. Doch nur die Gottgeweihten wussten ihn, der ewig in Viraja gegenwärtig ist, als den unersetzlichen, kostbaren Juwel ihres Herzens zu schätzen. Auch heute noch sehen ihn die Gottesdiener in Viraja, in ihren mit Hingabe durchtränkten Herzen. Sie sehen ihn nicht mit ihren gewöhnlichen Augen, sondern mit dem Auge der Hingabe, das nichts anderes ist als das Auge des reinen, unverfälschten, spirituellen Selbst, der Jiva-Seele. Die Gestalt Krishnas ist diesem Auge im Verhältnis zu dessen Läuterung durch gereifte Hingabe sichtbar. Wenn die Hingabe des Novizen die Stufe von Bhav Bhakti erreicht, wird das reine Auge dieses Geweihten durch die Gnade Krishnas mit dem Balsam der Liebe bestrichen, wodurch er in die Lage versetzt wird, Krishna von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Der Ausdruck in ihrem Herzen bedeutet, dass Krishna in dem Maße sichtbar ist, wie die Herzen der Geweihten durch zunehmende Hingabe geläutert sind. Die wesentliche Botschaft dieses Shloka besteht darin, dass die Form Krishnas, der bekannt ist als Shyamasundara, Natavara, der beste Tänzer, Muralitara, der Flötenträger, und Tribhanga, derjenige mit der dreifach geschwungenen Gestalt, kein Trugbild, sondern transzendental ist und mit dem Auge der Seele des Geweihten in Trance gesehen werden kann.